Hi, hier ist Norman. Wie bin ich überhaupt zur Rohkost gekommen? Es lag vor allen Dingen daran, dass ich einfach alles hinterfrage. Und irgendwann musste ich auch über die Propaganda der Fertiglebensmittelindustrie, insbesondere der Fleisch-, Milch- und Backwarenindustrie stolpern. Ich dachte zwar, ich ernähre mich relativ gesund, aber trotzdem war mein Gesundheitszustand miserabel. Ich habe 10 Stunden wenigstens geschlafen und war trotzdem müde und antriebslos. Auch zu viel Schlaf ist gesundheitsschädlich. Dann hatte ich sehr blasse Haut, tiefe schwarze Augenringe und mein sportlicher Zustand war auch nicht der beste. Ich konnte mich kaum konzentrieren. Ich dachte, ich ernähre mich recht gesund mit Milch, Eier, Vollkornprodukte, Cornflakes anstatt zuckerhaltige Frosties, aber letzten Endes war alles in Maßen mehr oder weniger gesundheitsschädlich. Als erstes habe ich dann probiert, Milch wegzulassen und durch etwas anderes zu ersetzen, wie zum Beispiel Nussmilch oder in der ersten Anfangsphase hatte ich Sojamilch. So, dann habe ich versucht, meine Ernährung zu verbessern. Habe auf Milch verzichtet, das war schon besser, aber immer noch nicht optimal. Dann habe ich versucht, Glutenhaltiges wegzulassen und alle Tierprodukte. Das lief schon besser, aber ich wollte mich weiter steigern. Und durch Zufall bin ich auf ein Video auf YouTube gestoßen von Markus Rotkranz, wo er einfach nur einen Wildkräuter-Smoothie herstellt. Also irgendeine Frucht und ganz viele Wildkräuter in einem Smoothie verwandelt. Das hat mich inspiriert, einfach mal meinen alten Mixer aus dem Schrank zu kramen und selber mal mit Rohkost zu starten. Und meinen Rohkostanteil habe ich stark erhöht dann zu der Zeit. In der Anfangsphase hatte ich fast ausschließlich nur Obst gegessen. Es war definitiv keine sehr gute Idee. Vor allen Dingen, weil ich noch gar keine Ahnung hatte, was überhaupt reifes Obst ist. Und dass das meiste Obst auf Zucker überzüchtet wurde. Der viele Zucker hat mich auf jeden Fall auch wieder antriebsloser gemacht. Ich war extrem hektisch und unkonzentriert. Und der viele Zucker hat dann auch dazu geführt, dass ich sehr viel Zahnbelag hatte. Also meinen Zähnen ging es auch nicht so gut. Deshalb habe ich mir gedacht, warum essen so viele Rohköstler so viele Mengen an Obst? Das kann nicht gesund sein. Und ich habe einfach konsequent alles Obst weggelassen für ein paar Monate. Und stark auf Gemüse gesetzt. Vor allen Dingen Kohlgemüse in der Anfangszeit. Aber auch viel andere grünblättriges Gemüse, auch Wildkräuter oder ähnliches. Aber ich hatte immer das Gefühl, nicht satt zu werden. Das liegt daran, dass es gewohnt war, ständig Füllstoffe in mich hineinzustopfen, die einfach nur im Magen herumliegen, die zwar keinen Nährwert haben, aber sie machen einen erstmal voll. Und das habe ich hauptsächlich ersetzt durch viel fetthaltige Früchte wie Avocados, Kokosnüsse oder auch Nüsse oder Leinsamencracker und Öle generell hatte ich auch dann viel zu viele gegessen. Das hat mich auch wieder träge gemacht und sogar meine Haut wieder verschlechtert nach den ersten anfänglichen Verbesserungen durch Rohkost. Dann habe ich halt den Fettanteil wieder auch drastisch reduziert, hatte kaum Obst gegessen und dann habe ich halt wahnsinnig auf Sprossen gesetzt. Habe ich mich weiter mit Nährstoffen auseinandergesetzt und erfahren, dass auch gerade Chlorella-Algen super gesund sind. Dann habe ich auch meine Zahnfüllung, ich hatte noch eine Amalgam-Zahnfüllung entfernen lassen und viel Chlorella genommen in dem Zusammenhang, weil Chlorella super ist zum Entgiften von Schwermetallen. So, dann habe ich auf Sprossen gesetzt, das hat super gut funktioniert und das halte ich auch bis heute noch bei. Und meinen Sprossenanteil habe ich bis heute so erhöht, dass ich teilweise tagelang ausschließlich meine selbstgezüchteten Sprossen esse. Sie sind wirklich sehr nahrreich und ich muss sogar noch viel weniger essen als jemals zuvor in meinem Leben. Denn meine Verdauung
funktioniert jetzt nach mehreren Jahren ausschließlicher pflanzlicher Rohkost wieder so, wie sie es eigentlich sollen. Aber ich bin auch nicht stehen geblieben. Ich habe mich weiter belesen in gesundheitliche Themen. Ich habe nicht einfach nur ein Buch gelesen, sondern mehrere Dutzend mittlerweile und wahnsinnig viel Internetrecherche zu den neuesten wissenschaftlichen Studien über Gesundheit herausgesucht und gelesen. Und habe natürlich auch hinterfragt, ob die Quellen vertrauenswürdig sind und nicht von Lobbyisten bezahlt wurden. Es gibt nämlich noch so viele andere Gesundheitsaspekte, die viele komplett außer Acht lassen. Sport ist auch sehr wichtig für unsere Gesundheit. Oder Umweltgifte zu vermeiden. Wir dürfen uns nicht irgendetwas auf die Haut schmieren oder synthetische Giftstoffe tragen oder Gift einatmen oder Amalgamzahnfüllungen besitzen. All das schädigt unsere Gesundheit auch enorm. Und noch am allerwichtigsten ist die eigene innere Einstellung. Wenn wir gestresst sind, eine extrem pessimistische Denkweise besitzen, dann können wir auch nicht gesund sein. Denn unsere eigenen Emotionen haben einen direkten Einfluss auf unser Immunsystem. Das ist wissenschaftlich bewiesen. So, ich habe in der ersten Anfangszeit extrem stark entgiftet und viel verloren im ersten Rohkostjahr. Mir war im Winter auch extrem kalt deswegen. Aber nach einem Jahr circa ging es dann bergauf. Ich wusste, es war normal, dass ich extrem dünn werde. Weil ich den ganzen Abfall, den ich über die Jahre angefressen habe, einfach losgeworden bin. Und ich wusste auch, dass ich einfach Kraftsport treiben muss, um wieder gesunde Muskelmasse aufzubauen. Denn alleine durch gesunde Ernährung ist es unmöglich, gesunde Masse aufzubauen. Wir müssen auch Muskelmasse aufbauen. Ohne Muskeln können wir nicht gesund sein. Also die Ernährung ist nur ein Bruchteil von dem, was unsere Gesundheit ausmacht. Umweltgifte vermeiden, Sport zu treiben, vor allen Dingen auch Muskeln aufzubauen, ist genauso wichtig wie auch die eigene innere Einstellung. Veganismus passt zum Glück super gut mit Gesundheit zusammen, denn alle Tierprodukte sind gesundheitsschädlich. Also alle Fleisch, Milch und Milchprodukte sind gesundheitsschädlich, denn sie enthalten schwer verdauliches Eiweiß, welches Krebs erzeugt. Dann enthält es noch massenweise schädliche Fettsäuren, die wir nicht brauchen und unseren Cholesterinspiegel unnötig anheben. Und vor allen Dingen, sie sind vollgepackt mit künstlichen Chemikalien. Angefangen über Antibiotika, über Hormone und anderen Geschmacksverstärker, nur damit es so schmeckt, wie wir es gewohnt sind. Und ich benutze auch keinerlei Kosmetikprodukte mehr oder schlucke Medikamente, denn dort leiden auch häufiger Tiere. Also Gesundheit passt sehr gut zusammen mit Veganismus. So, ich habe mich in der Anfangszeit relativ einsam gefühlt. Ich hatte immer nur Rohköstler gesehen, die immer nur Obst essen, vor allen Dingen süßes Obst, ständig nur Bananen und Avocados. Ja, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Das war mir viel zu viel Zucker und viel zu viel Fett. Und ich habe mich definitiv unwohler gefühlt, auf lange Sicht gesehen. Und ich möchte euch dabei helfen, dass ihr euch nicht einsam fühlt. Es gibt genug Alternativen. Wir müssen kein Obst unbedingt essen. Wir müssen auch keine Nüsse unbedingt essen. Wir müssen auch keine Avocados unbedingt essen. Nährstoffe enthalten wir auch aus zum Beispiel Sprossen vor allen Dingen. Das ist wirklich kinderleicht, spart auch wirklich wahnsinnig viel Geld. Ich gebe so wenig Geld aus wie noch nie in meinem Leben für Ernährung. Weil Sprossen sind quasi fast umsonst zu haben. Ja, nur Wildkräuter toppen den Preis natürlich, weil sie kostenlos überall zu pflücken sind. Aber im Winter vielleicht schwieriger, aber man könnte sich ja einen Wildkräutervorrat anlegen. Ich möchte euch einfach nur dazu inspirieren, dass es auch andere Wege in der Rohkost gibt, als immer nur Bananen und Avocados. Ihr solltet es auch wirklich selber ausprobieren. Denn ihr könnt euch wirklich nur zu 100% sicher sein, dass etwas funktioniert und
der Wahrheit entspricht, wenn ihr es auch selber ausprobiert. Also bitte probiert es aus und urteilt erst dann.